Fox Zero ist definitiv das Highlight unter den neuen Nintendo-Spielen. Dementsprechend habe ich mich gefreut, mit Fox, Fergo, Pepper und Slippy in ein neues Abenteuer zu hüpfen. In der Demo, die ich spielen durfte, habe ich einen Arrowing gesteuert und damit feindliche Schiffe sowie stationäre Geschütze zerstört. Die Steuerung ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. So lenkt ihr mit den Analogsticks. Anvisieren könnt ihr die Gegner jedoch nur, wenn ihr am Gamepad Kippbewegungen ausführt. Nach ein paar Minuten war ich aber drin und die Steuerung ging leicht von der Hand. Und wer ab und zu gerne den Boden unter sich spürt, der kann mit dem A-Knopf sich auch in einen Walker verwandeln. Ich persönlich bleibe jedoch lieber in der Luft. Optisch sowie technisch sieht Star Fox Zero sehr vielversprechend aus und wird im letzten Quartal 2015 im Handel landen. Ihr seht gerade, die Schlange zu Star Fox Zero wurde schon geschlossen, weil hier einfach zu viele Leute anstehen.